Hallöchen. Hallöchen und herzlich willkommen in einer weiteren Folge vom Avatar. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Den Faden muss ich erstmal suchen. Nee, Spaß beiseite. Ich sage herzlich willkommen in meinem Video. Wir spielen weiterhin Avatar und wir werden jetzt natürlich versuchen, unseren... Ich würde sagen, die ersten Clan-Aufgaben zu erledigen. Kann ich weiterhelfen? Damit wir hier dann mehr, vielleicht bessere Ausrüstung bekommen könnten. Die Frage ist halt, wie schaffen wir es genau jetzt, Clan-Aufgaben zu machen? Müssen wir mal gucken. Komm her, wenn du mehr brauchst. Ansonsten. Könntest du mir bei einem Problem helfen? Würde ich sagen. Ich habe die Aranahe getroffen. Du hattest recht. Aber eine war anders. Nevika. Sie glaubt, dass ich Gatna beeindrucken kann, wenn ich mein Jagdtalent beweise. Sie schicken dich jagen? Ich hätte dich lehren sollen. Schon gut. Nevika sagt, einer ihrer Jäger wird mir helfen. Idu. Sei vorsichtig. Du musst ihnen nichts beweisen. Du bist Sarentu. Das sollte Gatna anerkennen. Im Hauptquartier bist du immer willkommen. Du bist nicht allein und es gibt viel zu tun. Genau. Ja, und nach dem Intro geht's natürlich auch sofort los. Also bis gleich. Nope. Na, jetzt. So. Alemun und Nähern, unsere Späher. Beide sind aufmerksam und zuverlässig. Leider zanken sie andauernd. Ihr jetziger Streit klingt jedoch besorgniserregend. Vor allem Nähern wirkt so angespannt. Den beiden würde etwas Sarentu-Diplomatie guttun. Ja. Können wir mal gucken. Gut. Nee, wir gehen. Also wir versuchen jetzt erstmal die Jägerin zu finden und zwar hier in diesem Quest. Wir haben ja die verschwundene Sammlerin. Die gehen wir jetzt erstmal gucken, ob wir die finden. Werden wir erstmal schauen. Wir haben eine Erkundung, genau. Müssen wir mal gucken, vielleicht werden wir da mal hingucken. Wir gehen aber jetzt erstmal dorthin zu der jungen Dame, genau. Und dann gehen wir uns das mal auf der Karte anzeigen lassen. Das ist, oh, das ist da oben. Okay, da laufen wir dann einfach hier so durch, würde ich sagen. Und dann gehen wir da hin. Dann gehen wir da einfach hin. Also wir laufen jetzt von hier dahin, würde ich sagen. Der Heimatbaum kann nicht so viele Kinglor beherbergen. Ich weiß aber nicht. Moment. Wir gehen nochmal gucken. Das ist die Erkundung. Das ist das. Das ist der Segen. Das ist doch der Jäger des Erflusses. Das ist doch hier, oder was ist das? Ne, hier. Ist da, oder wie? Die unbefugten Jäger, neuer Quest verfügbar. Zeig mir mal die Questlog-Anzeige. Also das sind 700, finde Etu in der Nähe des Jägerreservats. Genau, der unbefugte Jäger. Die zwei streiten sich. Nein, wir machen erst das. Also das. Genau, dort gehen wir jetzt erst als erstes hin. Das heißt also, markant von hier aus dort rüber. Das heißt also, wir gehen in die Richtung. Oder in die entgegengesetzte Richtung vom Baum müssten wir jetzt laufen. Ja, wir müssten, glaube ich... das ist echt schwer hier, würde ich sagen. Ja, wir gehen dahin. Würde ich sagen, ja. Ja. Also markant in die Richtung würde ich jetzt mal behaupten. Nee, dann laufen wir wieder zurück. Wenn wir jetzt sind. Oh, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen aufregt. Diese Navigation, das ist. Also wir müssen zu den fliegenden Inseln auf jeden Fall. Und die fliegenden Inseln sind dort mit dem Ring. Also doch dort lang.
Dann soll hier immer noch einer verstehen hier, das Ganze. Mando, Mando, Mando. Echt. Hoffentlich können wir schnell reisen, sonst geht das hier mal. Der Gelove geht mir echt auf den Buffel. Das ist so das Einzige, was mich so wirklich nervt. Sie ist naiv. Sie trauert um ihre Mutter. Das ist echt so, wo ich sage, ja. Okay, wir gucken nochmal auf die Karte, ob wir so in die... Ja, wir laufen so in die Waagerichtung. Okay, wir laufen... Ja, in die Waagerichtung. Laufen wir jetzt einfach. Würde ich sagen. Ja, wir müssen ja irgendwo zu diesen fliegenden Inseln. Oh, jetzt rennt er aber schnell. Junge, 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 jetzt hat er eilig. Jetzt hat er eilig. Okay, da unten gibt's was. Aber das ist wieder bloß Futter, Futter, was ist wie bei Mutter? Oder was soll das sein? Nee, das ist was anderes. Ah, das ist diese Schutzfrucht, genau. Ah, da ist bloß eine dran. Okay. Tadellos. Wunderbar abgepflückt, das Ding. Na, jetzt komm her. So. Boom. Okay, wo sind wir jetzt hier gelandet? I know, ich weiß es nicht. Okay, ich glaube, ich habe auch. Jetzt laufen wir schon wieder zurück. Oh, jetzt wird's dunkel, jetzt sehe ich schon wieder nichts mehr. Ja, doch, in die Richtung. Wow. Okay, da. Man kann die Richtung. Gewehrschüsse? Oha, oha, oha. Oh, wir haben... Davon haben wir nichts. Das sind auch wieder die fetten Dings hier. Okay. Oh, 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 oh. Die schießen ja auf alles, was sich bewegt, oder wie? Kommt sicher wieder. Na, jetzt aber. Komm schon. Okay. Könnten. Okay, dann ist jetzt ein bisschen Creeps. Also da sind sie. Und da unten ist auch was Rotes. Aha, nö. Kann man einsammeln. Schwefelsamen können immer gehen, immer. Jetzt geht das schon wieder los. Komm schon, komm schon. Da weiß man noch nicht, wofür man sie braucht. Es ist eine Kochzutat, okay. Also, wir müssen von denen weg.
Okay. Okay, also, wenn es dunkel wird, ist es echt gefährlich hier in diesem, ja, Pandora. Nö. Zap. Rübergesprungen. Mit einem schönen, sanften Jump. Würde ich sagen. Das sind wir immer noch. Jo. Wir sind immer noch auf der richtigen Fährte. Okay. Okay, und jetzt, oh, mit einem Affenzahn hochgejumpt hier. Finde ich gut. Also das war eben Glockenzweige. War erkunden. Nee, wir müssen... Der mag, glaube ich, kein Wasser, du. Okay, gehen wir hier hoch. Okay, sind wir da? Wow. Okay. Das war ein harter Fall. Würde ich jetzt mal so behaupten. Aber wir müssen um den Berg. Halt. Können wir. Ne, das können wir nicht einsammeln. Okay. Eigentlich wollte ich eben versuchen, über den Berg zu laufen. Aber das hätte ich mal sein lassen sollen, denke ich mal. Weil das ist markant dort hinten. Okay. Oha. Sind wir aber auch noch ziemlich weit entfernt, ne, würde ich sagen. Also da hätten wir noch ein ganz schönes Ende zu rushen. Bis dahin. Okay, uha. Aber da war noch was anderes. Da war doch noch was anderes eben. Nee. Doch. Da war eben noch. Okay, da läuft was. Aber hier waren eben Stimmen. Also die Stimmen habe ich ja eben so gehört. Das ist ja schon wieder dieses Biest-Ding. Genau. So, wir müssen nach da hinten. Hier ist ganz schön Bewegung los heute, du. In dem Busch. Geschossen. Hier sind schon wieder die Jungs hier, die ganz Bösen. Habe ich gerade gesehen. Okay, da sind wir erstmal abgedüst vor denen. Okay, wo ist es? Oh, ist da eine Wildpferde los, du. Mann, hier ist aber was unterwegs hier in dem Busch, du. Ja, wie soll man denn da jetzt?
Also da. Da kommt man hoch, Nehmen wir den kurzen Weg. Bis hoch da. Ich hoffe. Ja, wir gehen immer noch in die richtige Richtung. Ich hoffe, das bleibt auch so, sonst haben wir hier gleich ein Riesenproblem. Kurz gucken, da. Aber da sitzt irgendwas, da ist irgendetwas ist da. Das habe ich, das hat man gerade sitzen sehen, ne? Da ist irgendetwas da unten. So, einmal checken. Das ist eine Flügelmotte, okay. Oh. Okay, war das? Okay, warum? Hä? Okay, die kann man anklicken. Die. Hä? Die sind hierher geflogen. Vielleicht hätten wir auf den Baum weiterlaufen sollen. Da wäre, glaube ich, sicherer gewesen. Hopp. Dann tun wir das. Ah, ich glaube, wird langsam wieder hell. Das ist schon mal schön. Okay. So, jetzt gucken wir noch einmal. Okay, wir müssen noch weiter. Okay, da drüben müssen wir hin. Alle, ja. Wo sind das Riesenbäume hier mit so Riesenlöchern drin? Ne? Also auf dem Baum lang laufen ist wesentlich einfacher, als auf der Erde unten lang zu laufen. Ist halt nur die Frage, ob wir auch dahin kommen, wo wir jetzt hin wollen. Wir, glaube ich, eigentlich da drüben rüber müssten. Also wir müssen. Achso, nee, wir müssen dahin. Ach, da hinten müssen wir hin. Holy, da haben wir doch noch ein ganzes Ende. Also sind wir fast 3 Kilometer hier ran, hier quer durch den Urwald und quer durch den Dschungel. Bitte komm her, ich habe etwas zu teilen. Wer? Hi, wer bist du denn? Sei gegrüßt, schön einen Du hast du was? Du solltest einen Tarsio-Schössling aufsuchen, wenn du kannst. In der Nähe ist einer. Hallo, du siehst freundlich aus. Monument. Ich soll? Ja, brauche ich aber nicht, danke. Ich muss weiter. Wir sehen uns. Ich höre jemanden. Vielleicht deine Schwester, die zu uns stoßen will? Du bist Zaren, du. Hallo. Ja moin, was geht ab? Okay, wir müssen auf jeden Fall darüber. Dann sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. Können wir noch mal gucken? Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Dann kommen wir dort auch an, wo wir ankommen wollen. So. Hier, auf die Pilze rumspringen. Yes! Bum, bum. Ah. Okay. Sachte ziehen. Winkel finden. Ah, nach oben, okay. Tadellos und Regen. Orchidee. Okay. Gut. Oh, die ist noch weiter. Also, jetzt ist langsam Schluss hier. Jetzt habe ich langsam echt keine Lust
Wow, jetzt sind wir weg. Keiner da. Okay, hier ist der Außenposten. Hallo? Okay, hier ist... Ah, ein Bogen. Für einen Bogen. Das ist schon mal gut. Aber wir müssen, glaube ich, hoch. Okay, da ist sowas. Da ist... Wo ist Wuhan? Sie weiß doch, dass ich hier übe. Warum, Lurey? Bin ich denn kein guter Sprecher? Nein. Nun, Wuhan ist wenigstens leise, wenn ich spiele. Ein Sarentu ist gekommen, um mich spielen zu hören. Jetzt werde ich sicher auch jenseits des Ginglorwalds berühmt. Oh ja, wirst du auf jeden Fall. Tut mir leid, deshalb bin ich nicht hier. Nee, leider nicht. Oh. Du hättest wenigstens so tun können. Egal, ich nehme an, du suchst nach Wuhan. Woher weißt du das? Sie liebt gut gespielte Musik. Okay. Wenn sie mich gehört hätte, wäre sie sicherlich von der Suche zurückgekehrt. Dann sag mir mal, wo sie ist. Sie sagte, dass sie Kräuter für Netu sammelt. Wir wissen ja, wie rastlos die junge Schülerin meiner Mutter ist. Wo soll ich suchen? Kräuter sammelt sie immer auf der anderen Seite des Flusses. Wuhan liebt ihre Routine. Sie liebt die Grasflächen am Ufer, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, warum. Auf offenen Wasserflächen klingen meine Noten nicht rein. Okay, also angeblich... Hässliche Kleider. Warst du noch nicht bei meiner Mutter? Nein, war ich noch nicht. Chill mal ganz ruhig, ne? Okay, also, sie ist irgendwo da drüben. Oh, was ist das? Okay, das war einfach bloß abbrechen. Gut. Geht läuft, würde ich sagen. Könnten wir mal gebrauchen, finde ich. So, dann gehen wir hier runter. Na, eigentlich wollte ich... Nee, ich wollte nicht hoch, ich wollte runter. Danke, runter. Also, nee. Okay, und nochmal runter. So, und jetzt nochmal darüber. Was für ein großer Baum. Schicksalsblattrohrbaum. Okay, das ist schon mal, wofür müssen wir uns im Jägerbuch durchlesen, denke ich mal. Sieht ein bisschen komisch aus. Okay. Noch. Ich muss da mal Zähne laufen sein. Ich habe so viel Kalorien verbrannt. Also die Kalorien, die man hier verbrennt. Okay, da hat da. Einer. Zwei. Warte. Donnerpeitsche, okay. Also die sehen ein bisschen gefährlicher aus. Wie die anderen. Die leuchten so extrem.
Die leuchten so extrem bunt rot, würde ich sagen. Nö, nö. Gehen wir nicht. Machen wir nicht. Nö. Okay, hier gibt's irgendwas. Alex, ich stehe vor einem deiner Feldlabore. Es ist dunkel und leer. Ist es denn sicher, sie wieder zu benutzen? Der Widerstand hat mehr Verbündete und mehr Möglichkeiten, die RDA zu vertreiben. Sie wieder zu nutzen ist eine gute Idee. Geh rein und check dein SID. Es sollte ein Signal vom Laborsystem empfangen. Scan den Boden und die Wände. Leite den Strom von den Invertern zum Sicherungskasten. Das sollte bei jedem Feldlabor im westlichen Grenzgebiet klappen. Mhm. Kuku, nee, genau. So, den hätten wir. Aber das geht nicht. Okay. Den kommen wir doch. Erledigt, Alex. Das Feldlabor ist aktiv. Wundervoll. Ich empfange bereits Daten von deiner Seite. Ja, das ist schön. Okay, warte mal. Gibt's hier ein Terminal? Jo, hier gibt's ein Terminal. Alex, hörst du mich? Laut und deutlich. Großartig. So ein Terminal ist in jedem Labor. Prüf sie dann bitte alle. Mhm. Man weiß ja nie, wann etwas Interessantes aus dem Hauptquartier kommt. Okay. Oder? Jo. Over. Hau rein, zieh durch. Okay, hier können wir auf jeden Fall herstellen. Das heißt also, wir könnten Granatpfeile. Die bringen 33 Schaden, die bringen 21. Bringen die jetzt mehr auf oder weniger? Also die bringen 23. Ach so, zielsicher. Starke Anlegungsspannung. Zielsicher, zielsicher. Kann man die? Okay, Langbogen. Okay. Aha, jetzt haben wir einen 21er Bogen. Jetzt hätten wir einen 20er, 20er, 23er. Aber hier hatten wir doch eben 23er, ne? Der ist doch schon ganz anders. Der hat doch 23 Schaden. Den nehmen wir doch den lieber. Ich hätte ihn mal anlegen sollen, ne? Aber ich glaube, der liegt in meinem Inventar, wenn ich das... Okay, Schaden 23, 21, 23, 21, 16. Okay, wir nehmen den auf jeden Fall, würde ich jetzt mal so behaupten. Dann nehmen wir natürlich die neue Sehne. Nehmen wir natürlich auch. Aber den könnten wir zum Beispiel fallen lassen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Und der 16er genauso wenig. So, hier die Hose könnten wir... Wildtierbestand, Wildtierschaden, Energie. Ich würde sagen, wir nehmen den Beutel. So, da können wir ja nichts machen. Gut, okay. Okay, jetzt sieht man. Mhm. Hey, beschäftigt? Oh, jetzt geht der Telefonieren los. Hätte ich wohl den Strom angeschaltet hier an dem Ding hier. Und hat ein Skorpion mit Medizin geklaut. Ist ihm was passiert? Genau,
ich eben nicht. Ich habe geschätzt alle 14 Sekunden versucht, ihn zu erreichen. Was, wenn er erwischt wurde? Kein Problem, Priya. Ich werde nach ihm suchen. Warum müssen wir nach ihm suchen? Auf dich ist Verlass. Ich schicke dir die Koordinaten. Ja, ich muss doch erst eine auf... Also... Okay, ich muss da erstmal eine Aufgabe erledigen. Okay, gibt's hier sonst noch irgendwas? Hier gibt's noch... Nö. Okay. Draußen noch? Nee. Aber da drüben könnte noch was liegen. Also hier ist was. Okay. Aber kochen? Ich habe immer noch keine Ahnung, was wir hier brutzeln sollen. Sehen, was dazu führt. Okay, wir haben 100% Energie. Fruchtiges Ei. Okay, akzeptieren. Nehmen wir. Wir kochen nochmal das und das. Das kochen wir auf jeden Fall nochmal. Jetzt haben wir... Jetzt wissen wir, wie kochen geht. Okay. Also kochen tun wir mit zwei Zutaten und müssen dann auf die F-Taste drücken, um zu kochen. Okay. Coole Sache. Jo, das nehmen wir doch trotzdem wieder an. Dankeschön. Damit hätten wir uns erstmal zwei Eierchen gebrutzelt, würde ich sagen. So. Ah, hier ist noch. Hier gibt es noch was. Ah, das ist ein Versteck. Da können wir was ablegen. Was ist das denn? Pass auf, Freunde, klingt doch mal ins Waffenherstellungsmaterial. Okay. Das ist auch irgendwas dafür. Ich würde sagen, wir legen... Wir legen das ins Versteck. Das und das und das legen wir auch rein. Und den hauen wir auch rein. Den Rest, würde ich sagen, behalten wir erstmal am Mansen. Damit wir auch nichts verlieren. Oh, hier angelt jemand. Viele Fische, aber mein Können lässt mich heute im Stich. Vielleicht kann ein Bogen mehr ausrichten? Oder bevorzugst du den Speer? Wir müssen die Fische austricksen. So tun, als wäre hier niemand. Benutze einen Bogen oder einen Speer, um einen Fisch zu fangen. Mache eine Kräusel, die Kräuselwellen, okay? Also da. Aha. Ich glaube, ein Speer wäre besser. Nee, so geht das nicht. Okay. Seegras. Ah, Seegras. Aber zum Naschen, ne? Zwischendurch können wir gebrutzeltes, gebrutzeltes Seegras machen. Okay, wir müssen, glaube ich, ja, wir müssen darüber. Wir müssen darüber noch zu ihr. Wir sollten noch fast da... Hey, warum geht sie Blumen sammeln auf dem anderen Ende der Welt? Junge, boah, das ist doch echt nicht mehr wahr, oder was? Das habe ich mich letztes Mal schon gefragt, was das sein soll. Die Dunstblüte sparen. Nebelblüten steigt für eine kurze Zeit. Blutfluss der Navi, wenn sie eingeatmet werden, wodurch sie schneller und beweglicher werden. Okay. Achso, ja, Heilungsbeutel ist voll. Nee, oh, wo Gott sagen. Also Schwimmen ist, glaube ich, echt nicht seine Stärke. Dabei ist er schon riesig. Okay, wir sind innerhalb des Questgebietes. Jetzt müssen wir ja nur noch die junge Dame finden, ne, würde ich sagen. Soll sie hier sein?
Also wir sind auf jeden Fall. Sanfte Landung, Ahnenfähigkeit. Ah, da könnten wir gleich noch hingehen, denn. Untersuche die Sammelstelle. Ja, wir befinden uns an der Sammelstelle. Aber ich vermute, wir sollen bestimmt irgendwas finden. Gift. Jetzt sind wir vergiftet. Blll. Nicht gut. Also ja, die gibt ja hier so eine. Aua. Was war denn mit dir nicht richtig, sag mal? Also. Wirklich. Okay, Q. Dann auf T. Und dann könnten wir. Genau. Aua. Was ist das denn? Blasenwurzeln, diese Pflanze verletzt alles, was sie berührt. Okay. Ah, schon wieder. Befinden wir uns immer noch? Was bist denn du für eine? Bestimmt auch wieder so eine Giftpilz. Okay. So, wir haben sie, aber immer noch nicht gefunden. Ich weiß halt nicht, wo sie sich. Also da ist so eine. Ich würde sagen, wir gehen. Hier sind. Unbekannte Tierwildfährten. Okay, wo ist sie zum Teufel nochmal? Nee, wir müssen da drüben wieder zurück. Wir sind zu weit weg. Also wir müssen da drüben auf jeden Fall wieder zurück. Also das heißt. Okay. Ich glaube, der Baum macht Aua. Ich bin nicht da. Das war eine harte Landung. Okay. Okay, was wir sollen? Oh, hier liegt was. Was hat das Band zerstört? Okay, aufgeschlitten. Aber was noch? Nein, nicht jetzt. Hey. Aber was noch? Ja, gute Frage. Da liegt noch was daneben, würde ich sagen. Nee. So, wir sollen ja. Ja, gute Frage. Was noch? Hier gibt's nur die Tasche zu sehen.
das? Was ist das? Was ist das? Was ist... Wow. Wu-An muss hier überrascht worden sein. Okay. Natterwölfe haben bei jedem Kräutersammler angefangen. Okay. Natterwölfe haben bei jedem Kräutersammler angefangen. Die waren doch vorhin hier drüben irgendwo, ne? Wenn ich mich recht entsinne. Wir sind doch hier auf den großen. Wo ist der große Pilz? Au. 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 Oh. Shitty Bams, Junge. Okay, wir haben doch... Was ist das denn? Kuba, okay. Da ist die Fährte. Okay, man hört sie. Man hört sie. Sie kommen. Komm her hier. Komm her, komm. Oh, ich hau euch welche. Bam, Junge, komm her, nimm dich, komm her. Boxkampf hier, komm her. Komm her, wir boxen, Alter. Boom, Junge, boom, Alter. Boom. Dir hau ich welche in die... Hast du noch nicht genug, oder was? Warum haben die Halsbänder? Okay. Kein Kuro. Muss mir das näher ansehen. Fokussieren. Fokussieren. Hajir, ich habe etwas Seltsames entdeckt. Ein Tier. Doch es wirkte gequält. Ja. Es hatte kein Kuru. Nee. Hajir? Hallo? Kein Kuru? Bist du dir absolut sicher? Weißt du was darüber? Komm zu mir ins Hauptquartier. Schnell. Nee, ich suche noch was. Okay, also. Natterwölfe haben bei jedem Kräutersammler angefangen. Okay, warte mal. Okay, also. Jetzt innerhalb des Suchgebietes, also wir waren eben schon wieder raus, also dieses Ding hätten wir eben theoretisch, also diesen Unfug, den wir gerade betrieben haben, hätten wir sein lassen können. Hier. Verloren? Verstreute Pfeile? Das stimmt was doch nicht. Es hat vielleicht zu tun mit... Okay, verstreute Pfeile, finde einen Hinweis mit dir. Okay, die waren eben noch nicht dort, das weiß ich. Also hier steckt ein Pfeil. Hier steckt ein Pfeil. Hier steckt Pfiffikus der Pfeil. Wir befinden uns immer noch im Suchgebiet. Aber wir sind noch nicht raus. Also ich glaube, wenn wir jetzt... Jetzt sind wir raus. Okay, also wir müssen hier unten bleiben. Hier, was ist das? Uiuiuiui, der Bogen kaputt gebrochen. Uha. Zerstört. Ja. Vielleicht ist sie geflüchtet. Okay, aber... zerstörten Wu-Ans Bogen. Sie floh. Du komm. Vielleicht dem Kräuterduft folgen? Du bist ja mal ein Schlumpf, bist du. Okay, wir gehen da lang. Okay, den Kräuterduft folgend. Gucken, wo wir da rauskommen. Okay.
Okay, hört sich ja immer nicht so gut an, ne? Oh, wie weit ist sie denn gelaufen? Hoho! Die ist ja mal richtig weit gelaufen. Wildwaldhöhe. Okay. Oha, oha. Wo wollt sie hin? Wo wollt sie hin? Oha. Okay, hier lang. Okay, hier gibt's eine Stätte. Zurück, ich bin... Du musst Wu An sein. Neitu schickt mich. Sie macht sich Sorgen um dich. Hm? Ah, typisch Neitu. Mhm. Aber diesmal hat sie auch Grund dazu. Oh, ich ja. bin hier gefangen. Warum? Gefangen? Natterwölfe mit seltsamen Symbolen und ohne Kuru. Unnatürlich. Unnatürlich? Mhm. Nicht von Ewa. Mhm. Schneller als andere Natterwölfe. Mhm. Fieser. Oh ja. Sie werden nicht von Hunger oder Furcht getrieben, sondern von Kummer. Sie haben mich überrascht und meinen Bogen zerbissen. Sie suchen mich. Ich höre sie. Das Grauen, das sie erlebt haben müssen, um so zu werden, sind die Himmelsmenschen schuld? Sie haben keinen Frieden, keine Ruhe, nur die Jagd. Da sie dich verfolgen, kann ich sie vielleicht überraschen. Vielleicht. Aber sei gnädig und töte sie schnell. Mm. Erst dann können sie endlich wieder mit Ewa vereint werden. Ja, okay. Das haben die armen Tiere verdient. Okay. Okay, wir gucken mal, ob wir das gewuppelt kriegen. Na komm her. Ja, komm. Hier boxe ich welche. Hier, komm her, hier, du. Aufhalten. Boah, die sind echt. Hier boxe ich welche. Komm mehr, du. Schatz. Okay, das war jetzt noch eine Blendgranate, die muss noch geworfen werden. Junge, 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 was war das denn im Tier? Okay, wir haben also Teilautomatikwaffen und ein bisschen... Wir hauen ab jetzt. Mach dir keine Sorgen. Ich warte hier und du besiegst die Natterwölfe. Hab ich doch eben gerade getan. Ich glaube, die kommen. Lass dich nicht umzingeln. Okay, wo sind sie? Okay, jetzt müssen wir mal kurz checken. Da ist sie. Okay, jetzt wird's gefährlich, glaube ich. Hoho, jetzt kommen sie. Da. Ich habe mich mal in den Baum gestellt, um einfach mal zu gucken.
Okay. Shit, leer geschossen. Na komm schon, na komm schon. Zeigt euch. Komm her, den box ich ein, Alter. Wo ist dein Kumpel? Also, alles ganz schön anstrengend. Und die kommen ja von überall her, die Jungs. Und da kommen sie schon wieder. Sich eine. Wenn es so nicht geht, geht's mit Gewalt. Da boxen wir den erstmal. Hauen wir den. Wo ist der Letzte? Der ist abgehauen, ne? Okay. Ein bisschen umständlich. Aber okay. So, wir können los, würde ich sagen, ne? Können wir jetzt los? Du bist wieder sicher. Die Gefahr ist vorüber. Und zwar sofort. Oh, ich dachte schon, ich müsste allein hier sterben. Nö. Ich kann zwar kämpfen, aber ich sammle aus gutem Grund lieber Bären als zu jagen. Okay. Hättest du deinen Bogen gehabt, hättest du sie besiegt. Ja. Das ist lieb von dir. Ich werde Netu um etwas Besonderes für dich bitten. Als Zeichen meines Dankes. Clanpunkte, Fräulein, Clanpunkte, ne? So, okay. Jetzt haben wir bloß ein Problem. Wir haben... Würde ich jetzt sagen, wir haben... Ja, leider... keine großartige Möglichkeit mehr, Munition herzustellen, ne? Für unsere Waffe, würde ich sagen. So ein Gedöns, aber auch. Schade, schade, schade. Schade, schade. Oha, das sind ja... Das sind ja jetzt mal ein paar Kladies hier da dran, ey. Alter, ja, Scholli hier. So, zack, die normalen Pfeile. So, gut. Wir werden triff dich am Heimatbaum. Hier oben haben wir einen Glockenzweig, da haben wir auch noch was. Aber ich würde gerne hier
drüben in die Mitte rüber nochmal. Aber die Frage war, ich glaube, in die Richtung müssen wir gucken. Das war ein Stück zu weit. In die Richtung müssen wir gucken. Genau. Und jetzt müssen wir da einfach genau direkt drauf zulaufen. Würde ich sagen, oh, hier. Die nehmen wir noch mit. Die Preiselbeeren hier, die. Ja, lecker Bissen. Lecker. Schmeckerbissen. Und die Frage ist nur, also in der Mitte des Flusses. Okay, in der Mitte des Flusses ist das ganze Ding. Und nicht hochgehen. Und da habe ich keinen Bock drauf. Das war eine harte Landung. Das sieht auch so schön rosa aus hier unter. Mann, ist das herrlich. So, angeblich, wenn man jetzt guckt, müsste das mittig in die Richtung markant, müsste das sein. Also in die Richtung, auf dem Hügel da müsste das sein. Da sollte das angeblich... Aber wie wollen wir da hochkommen? Okay, er kann schwimmen. Oh, er kann sogar tauchen, Alter. Vater. Aber er mag das nicht, glaube ich. Okay, also da... Oh... Okay, hier geht's nur. Okay, hier kommt man nicht hoch. Oder doch? Doch, man kommt hier hoch. Okay, aber auch nur bis da. Und dann ist... Bis da. Okay, man kommt bis nach ganz oben. So, und jetzt sollten wir eigentlich... Ja, jetzt sind wir ganz oben. Toll. Bringt uns jetzt... nichts nada nende, ne? Würde ich sagen. Ich glaube, haben wir uns da unten. Da unten. Glaube ich, müsste das sein. Okay, das ist rot. Okay, was? Moment. Das war noch. Aua. Ich hab doch eben... Hä? Moment. Ich hab doch eben dort oben gestanden. Ich habe doch eben... Ah, der ist noch weiter unten. So, und ich hab gedacht... wir müssen noch... Nee, das ist das nicht. Muss. Oh, wow. Ich höre jemanden. Vielleicht deine Schwester. Nee. Ja, du hast dich verhört. Ist nichts weltbewegendes. Okay, ich hab jetzt... jetzt bin ich hier. Also, ich...
Und ich habe gedacht, dass es hier irgendwie vielleicht in der Höhle ist oder braucht man erst diese Fähigkeit? Nein, braucht man nicht. Okay, also man läuft in die... Also okay, man kann einfach ganz gesmooth in die Höhle laufen, finde ich. Und dann kann man sich hier durchschlängeln, dengeln. Okay, dann geht's hier lang. Da war was. Und yes, die Blume. Aber ich kann sie nicht nutzen. Ah, nein, doch. Jetzt. Verbinden. Yes, 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 yes. Krass. Wir haben Bock jetzt gerade. So, damit haben wir die sanfte Landung. Okay. Wenn du kurz vor einem Aufprall ist, drück die Steuerungstaste. Dann wird dein Fallschaden um 50% reduziert. Das ist super. Also wir haben hier den Air Boost und wir haben hier die sanfte Landung jetzt endlich. Das ist, finde ich toll. Mit dieser Gabe der Ahnen landest du nach einem Fall stets federweich, damit du deinen gewählten Pfad furchtlos beschreiten kannst. Okay, danke. Cool. Finde ich gut. Der war gut. Boom, Junge. Genau. So. Und genau an dieser Stelle würde ich sagen, wir gehen jetzt noch rüber ins Hauptquartier auf jeden Fall. Das ist das Navi-Lager. Und wir haben ja hier diesen Heimatbaum. Da haben wir ein Quest gemacht. Müssen wir dann noch den nächsten machen? Aber wir gehen wirklich, würde ich sagen, also wenn man jetzt so guckt, ne, wie groß diese Karte ist und wir gerade mal so ein Bruchteil davon erledigt haben. So, Alter, Vater, was ist los? Geht mit euch, läuft. So, also getrennte Verbindung. Ja. Ist halt ja 20%, ja. Ich würde sagen, wir gehen, also hier könnten wir nochmal Computerterminal, da müssen wir nochmal hin. Also wir gehen jetzt erstmal, würde ich sagen, hier wieder hin. Einfach. Und das war es auch von der Folge und von der vierten Folge. Nein, von der dritten Folge, glaube ich, war das jetzt. Nein, das ist die dritte Folge. Dritte, vierte Folge. Ach, keine, ich weiß es nicht mehr. Ich wollte jetzt bloß nur nochmal gucken, kurz, ob wir... Für die Kinglor? Sehr viel. Ob wir... Du bist nicht nutzlos, Neytu. Wegen dir lebe ich noch. Der Sarentu hat dich gerettet. Ich war nur im Heimatbaum. Aber du hast um Hilfe gebeten, Neytu. Richtig. So sieht das aus. Weiß Nivika, dass du hier bist? Nee. Hoffentlich habe ich was für dich. Nee, wir haben immer noch Clan-Gunst hier unten. Also wir sind noch relativ... Sag Bescheid, wenn ich sonst noch was für dich tun wir kann. Wir können ja im Heimatbaum warte auf Neytu. Also wir müssten wohl sie warten mit Neytu und der Weberstube. Okay. Ja. Gute Frage. Werden wir denn in der nächsten Folge abhandeln. Das heißt also, wir werden dann mit der jungen Dame da sprechen noch. Und das war es dann auch schon. Mal gucken, ob wir denn eine Clan-Gunst bekommen würden. Und ich sage natürlich mit diesem Bild, ich bin raus, sagt die Maggie Maus heute mal. Und wir sehen uns in der nächsten Folge vom Avatar auf jeden Fall und nicht vergessen. Hat euch das Video gefallen? Lasst einen Daumen nach oben da. Finde ich sehr nett von euch, den Support dann in den Atemzügen. Und ansonsten, dort oben haue ich euch die Playlist rein. Und unten das letzte Video, was ich so hoch, oder was wir so hochgeladen haben, was VG Gaming so hochgeladen hat. Aber ansonsten, unten in der Videobeschreibung findet ihr alle nützlichen Links zu VG Gaming. Ne? Und ja, das waren meine Schlussworte. Haut rein, ihr Lieben, bis zur nächsten Folge.